Grüß Gott. In etwa 30 Sekunden sehen wir Sie bei der Ausfahrt am Steinheim. Schwierigkeiten jetzt für die Lisa weit weg von den Toren. Letzte Tore allerdings jetzt in der Hocke. Und die erste Ich-Zeit von der Lisa Kopf-Kombi. Klasse mit dabei sind mit der Startnummer 2 Grete Winkel vom Skiverein Mellau. Und auch sie werden wir jetzt gleich sehen. 30 Sekunden jetzt unterwegs. Und die Katrin sehen wir hier bei der Ausfahrt Steilhang. Gute 40 Sekunden jetzt unterwegs. Aus Au kommt sie. Katrin Felder und auch die Startnummer 4 bereits gestartet. Anna Sutterlütti vom SV Riechensberg. Und ich habe jetzt wieder jetzt im Ziel mit der Zeit von Wien Felder. Unterwegs, wie gesagt, Anna Sutterlütti hier vom Veranstalter 3 Skiverein Riefensberg. Und die Anna sehen wir bereits. Stopp, Anna! Jetzt hier im Ziel. Und auch die Startnummer 5 bereits gestartet. WSV Anna Erath mit der Startnummer 5 ins Rennen gegangen. Jetzt im Ziel aber Anna Sutterlütti mit der in dieser Klasse in der Kopf nach wie vor hier in Front mit 52,81. Anna Erath jetzt im Lauf unterwegs, gute 30 Sekunden. Wintersportverein Au, da können Sie bereits sehen hier. Anna Erath dürfte eine schnelle Zeit werden, allerdings leichte Schwierigkeiten jetzt hier bei der Einfahrt in den Zielhang. Jetzt aber alles in der Hocke, 50 Sekunden. Wird sich hier vielleicht eine neue Bestzeit auf? Nein, nicht ganz. Billy Wolf mit der Stadt Nummer 6. Skiclub in Schwarzenberg. Nele Meyer vom Skiverein Mellau ins Rennen gegangen. Aktuell sehen wir Lea Wolf. Jetzt im Ziel mit 47,00. Schnellste Zeit in dieser Gruppe. Lea Wolf aktuell Skiclub Schwarzenberg, also hier in Führung. Nele Meyer jetzt unterwegs im Laufen. Wir sehen sie bereits. Ebenfalls ist sehr flott unterwegs. Aktuell schnellste Zeit 47,00. Die Haltung von der Lea Wolf. Nele Bayer, Skiverein Mellau, ebenfalls eine sehr schnelle Zeit, allerdings reicht es nicht der Kategorie. Wie gesagt, 11 Mädchen sind hier mit dabei. Mit der Startnummer 8 aktuell unterwegs Luna Fink, Skiverein Riefensberg. Auch die Luna können wir hier im Zielhang bereits sehen. 40 Sekunden jetzt unterwegs. Ebenfalls eine tiefe Hocke. Zeit von der Luna fängt mit dem Skiverein Riefensberg in dieser Kategorie U12 weiblich. Mit der Startnummer 9 unterwegs Antonia Mutzel, Skiverein Reute. Und mit der 10 sehen wir dann Xenia Jauch vom TSV Geesbratz. Jetzt aber gleich im Ziel Antonia Muxel mit einer sehr, sehr schnellen Zeit. Und die Antonia mit viel mit einem tollen Lauf. Die nächste Starterin bereits in dieser Kategorie. Xenia Jauch vom TSV Geesbratz. Und dann geht es gleich weiter bei den Burschen mit der Startnummer 12. Tobias Schuster wird dann der Nächste sein. Xenia Jauch jetzt gleich im Ziel mit der Zeit von 3 hier in dieser Kategorie. Alle Zeiten natürlich inoffiziell. Offizielle Siegerehrung dann gleich im Anschluss an das Rennen, sobald hier die Zeiten alle geprüft sind. So, wir sehen den ersten Starter Tobias Schuster vom WSV Koblach.
mit der Startnummer 12. Das sind die Jahrgänge 2006, 2007 und die Zeit hier von Tobias Schuster. Vom Skiverein Murnau bereits in den letzten Toren. David Natter im Ziel mit der Zeit von 50. Ich bin hier bei dem Starter mit der Nummer 14 und der Ecke Buchmüller vom Skiverein Regensburg. Luca Buchmüller geht etwas gemütlich ran hier. Lauf hier, schnellster Mann dieser David Natter vom Skiverein Emilau. Und die Zeit vom Luca Buchmüller. Mit der Startnummer 15 sehen wir gleich den Levin Leier, Skiclub Klausweiler. Und da kommt er bereits aus dem Steinhang heraus. Sehr schneller Mann. Zeit, die es zu schlagen gibt, 50.09, das dürfte sich, denke ich, ausgehen hier für den Levin Leier. Zeit, Robert Lang, Skiclub Eck. Gute 20 Sekunden jetzt unterwegs, dürfte sich also gleich hier im Steilhang bei der Ausfahrt befinden. Und da sehen wir ihn bereits, Robert Lang. Aktuell schnellste Zeit bei den Bussen 47,23. Wird hier ganz eng. Zeit für den Robert Lang. Mit der Startnummer 17. Lennart Raff. Skiclub Eckstock. Sehen wir einen Teamkollegen, Niklas Behrens, ebenfalls Skiclub von Chris Bronn. Jetzt aber Lennart Raff, der jetzt hier im Ziel ist, mit 80 für den Lennart Raff. Niklas Behrens, ebenfalls Skiclub Chris Bronn. Schnellster Mann in dieser Kategorie, bisher in Leier, Zeit 47,23. Merken wir uns vorerst. Und die Zeit für den Niklas Behrens vom Veranstalterverein Skiverein Regensburg, Elias Inz, unterwegs, Jahrgang 2007, Jahrgang jünger, also in dieser Kategorie, wie gesagt, 2006, 2007, das sind die Jahrgänge in dieser Kategorie, insgesamt 26 sind hier bei den Burschen mit dabei. Wir sind sie jetzt im Ziel mit der Mit der Startnummer 20 sehen wir gleich den Florian Feuerstein vom Skiclub. Da wir hier nicht sehen, deutet alles auf einen Sturz hin. Florian Feuerstein, Rennen aktuell unterbrochen. Ja, jetzt geht es aber wieder weiter. Nach Schwierigkeiten im Steilhang und kurzer Unterbrechung geht es jetzt hier weiter. Und der Florian Feuerstein hat es geschafft ins Ziel. Und der Luis Acker. Hackert sich hier durch. Die Piste nach wie vor in Top-Zustand. Zumindest was man von hier unten sehen kann. Luis mit der Zeit von. Ganz genau, was er gebraucht hier für diesen Lauf 2017. Mit der Startnummer 22 Leo Behreuter, Skiverein im Mehlau, aktuell unterwegs.
so ist es auch. Den ist hier ein Turn jetzt. Norbert Geiger, ja, Kurssetzer am heutigen Tage. Tollen Lauf gesetzt hier für die knapp 160, die hier mit dabei sind. Schaut mal, 24, Adrian Mertschiko parkt bereits auf der Piste hier. Und den Adrian können wir ebenfalls bereits sehen hier vom Ziel aus. Leichte Schwierigkeiten jetzt bei der Einfahrt in den Zielhang. Die letzten Tore dürften allerdings kein Problem darstellen und kommt hier ins Ziel mit 48 Natter Schiebknoten. Geht's auf. Leichte Probleme hier bei den zwei roten Toren. 46 Sekunden gilt es zu schlagen. Wird sich vielleicht ausgehen. Zeichen zeigen. Nein. Mit der Nummer 26, Kilian Wissender vom Skiverein in Mellau. Gute 30 Sekunden jetzt unterwegs. Vielleicht hier durch die Tore. 46 gilt es nach wie vor zu schlagen. Wird sich jedenfalls nicht ganz ausgehen. Hier Zeit für den Kilian. Auf Rang 4 mit seiner Zeit. Magnus Fedler mit der Startnummer 27, Skiclub Scheidegg, bereits unterwegs. Deutscher Skiclub der Buchseen, es geht dann weiter mit Joel Dietrich, Lukas Strobel, Christopher Olivier, Christopher Lisch, Tobias Sesko, Anton Held, Roman Bruschkiski, Sven Dulezahl, Aaron Hudemann. Nachigkeit, das sind die. Mit der Startnummer 27. Und den Joel sehen wir hier vom Wintersportverein Schuppenau. Nach wie vor 45 Sekunden sind wir zu schlagen. 38 ist er unterwegs. Wird hier ganz, ganz eng um den Sieg. Mit der Startnummer 30, Lukas Strobel, Skiclub Chris Braun. Und der Lukas Strobel ist auf der Platz unterwegs, 40 Sekunden jetzt. Wird sich allerdings für die Weltzeit nicht ausgehen. Lukas Strobel, Skiclub Chris Braun hier mit der Zeit. Mit der Startnummer 31, Christopher Olivier, Wintersportverein, auf. Und den Christopher können wir bereits sehen. Leute darauf hin, dass er sehr schön unterwegs ist. Schaut auch danach aus. 38 Sekunden jetzt unterwegs. Es gibt eine neue Bestzeit in dieser Kategorie. Christopher Olivier. Ein Sulz-Rötis, jedenfalls mit einer sehr schönen Zeit. Unterwegs. Und dann freuen wir uns auf den letzten Starter dann hier in dieser Kategorie. Tobias Bechtold vom Skiverein Zwischenwasser mit der Zeit von Mittelstand Nummer 34, Anton Wild vom Skiverein. 30 Sekunden sehen wir ihn bereits, wird sich ganz vorne einreihen können, der Anton Wild. Toren und die Zeit vom Anton Held hier vom Skiverein Ringelsberg. Und beim Anschluss sein Teamkollege Sven Dolezal, ebenfalls Skiclub Chris Braun.
Tour im Bereich 10 hier, Roman Ruschkiewski zum 10 dran. Ebenfalls gestartet die Schattenmeister. Und Roman jetzt auch im Ziel, Winterzeit. Aaron Fröhle, Skifahrer inzwischen, das ist der nächste Starter. In Ziel jetzt aber Ben Dolezal mit der Startnummer 37, Skifahrer inzwischen Wasser. Der nächste Starter in dieser Kategorie war in Wartigkeit zum Skifahrer. Überschlagen gibt es die Zeit von 42, 8 und 80. Die Zeit von Aaron Fröhl. Aktuell mit 42, 88 und nur noch einer kann ihn hier schlagen. Valentin, der Fastigkeit. Das wird sich wohl knapp ausgehen. Gute 30 Sekunden bereits unterwegs. Die ersten drei also in dieser Kategorie. Wir sind soweit klar. Wir warten allerdings noch auf den Valentin jetzt. Dieser in Ziel ist in den letzten beiden Toren die Zeit für den Valentin. Auf diese Zeit natürlich inoffiziell 42 Grundlage für die Zeit. Weiter geht's hier mit weiblichen Klasse Schüler U14 gesehen. Elena Nause ist vom Skiclub Oberstaff. Die erste Riechzeit in dieser Kategorie vom Skiverein Riefensberg, Irina Bergmann. Gute 20 Sekunden, jetzt noch Irina Bergmann, Skiverein Riefensberg. Metallhang gemeistert, jetzt bereits hier im Skibereich in den letzten Touren. Und die Zeit von der Irina Bergmann. In den letzten Toren ihre Zeit für den Startnummer 44 in der Ravar Skiclub Westfront. Und die Zeit von der Lage. Und die Angelina Beer wird halt im Zielhanger zu drehen. Angelina Beer mit der Zeit hervor in der Kategorie U14 weiblich. Jana Feuerstein, ebenfalls.
Karlsruhe Skiclub Design. Ah, leider am Tor vorbeigefahren, lange nicht ausgebrennt. Also. Jana Feuerstein. Wichtig für die Viktoria. Gespielt. Mit der 49 geht es weiter. Lisa Zeck vom Schiffverein Reutel. Jedenfalls jetzt bereits zu sehen hier vom Zielgelände aus. Zu schlagen gibt es 44-01. Das wird sich für die Lisa nicht ganz ausgehen. Der Lisa Zeck ist hier mit der Zeit von. Kein Sinn. Ha? Ja, wir sind drüber gestanden. Aus Roblach hier angereist. 40 Sekunden jetzt unterwegs. Und am letzten Tor vorbei. Der Tor vorbei, wenn ich das ganz richtig gesehen habe. Die Torrichter haben das aber ganz sicher im Auge und alles ganz weiter aufgezählt. Die Siegerin auf der Schlussanerrot. Mit der Startnummer 51 geht es weiter hier. Schiefrein, Meierhöfen, Grünemark. 40 Sekunden jetzt bereits unterwegs. Wird hier ganz vorne nichts mitzureden haben. Susanna Roth. Auch dürfte die Schwester von Christopher sein, der die Bestzeit hält am heutigen Tage bisher. Auch die Viktoria sehr, sehr flott unterwegs hier und wird hier nach leichten Schwierigkeiten dann zweitens. Hopp, 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 hopp! Und die Matthäa wird hier angefeuert von ihren Fans. Zeit für die Matthäa Fink. Florentina Allerg, Wintervorteil des Nobels. Ich bringe draus, gell? Ja, das wäre super, ja. Danke! Wir sehen sie jetzt hier auch vom Ziel aus. Florentina im Ziel. Mit der 55 sehen wir Flores Jall, Schieber, Scheide. Und die Flores. Keine Probleme hier beim Zeitlerlandschaft. Ja, Pietschnau könnte hier noch ganz vorne landen. Bereits erwähnt, bereits im Ziel. Lichtzeit hier, 45-24 von der Vanessa. Ja, zweite Fußball-Konferenz, die nächste Startlinie. Dann geht's, Müsli. Geht's. Lichtzeit hier, 42-76 für Viktoria Olivier, Wintersportverein. Leerweise in der letzten Ton hier, Skiclub Chris Braun, Zeit. Im Ziel. Vom Skiclub. 40
Sekunden. Hier zu Dresden zu bleiben, Mitte 45,24. Das könnte sich vielleicht ganz knapp ausgehen. Zeit 5 vor 4. Nächste Läuferin. Marilene Streicher, Skiclub Dresden. Aber mit Sturz hier bei der Ausfahrt im Steilhang. Und in diesem Bereich steht allerdings schon wieder die Marilene Streicher vom Skiclub Dresden bei Piers Bronn. Und die Theresa Petersen hier, wie es uns ausschaut, geht wieder auf den Skiern. Zeit. Unbedeutend und unwichtig, alles heil im Ziel angekommen für Marilene Streicher, 1,18, bei den Herren werden wir dann auch den Rolf Niederer mit Jahrgang 1949 sehen. Schöne Bild ist jetzt nur 30 Sekunden unterwegs und wir sehen sie bereits hier vom Ziel aus. Weiter mit der Altersklasse 2, während hier die Isolde Dink im Ziel fährt mit dem Anschlussstand. Sehen wir wieder eine starke Info mit Verlieblingswerk. Ja, die Geiger wird hier die Altersklasse 1 eröffnen mit der Startnummer 65 und die Karin Lang ebenfalls in dieser Kategorie. Wir sehen jetzt aber die Marina Kopf hier mit der Startnummer 64. Knappe 40 Sekunden unterwegs. Die Damen hier sehr flott unterwegs. Bei Sonnenschein bereits in den letzten Toren, leichte Schwierigkeiten. Mit der Startnummer 65 sind wir jetzt aber gespannt auf die Beate Geiger, Skiverein der Riefensberg. 26 Sekunden unterwegs, wäre sehr, sehr schnell unterwegs, allerdings mit Sturz hier bei der Steilhangausfahrt, wenn nichts passiert. Mit gut 26 Sekunden hier in den Zielhang eingefahren, das deutet auf eine sehr, sehr schnelle Zeit hin. Ja, steht wieder auf den Skiern. Weiter geht's hier im Lauf. Mit dem Sieg in dieser Kategorie wird allerdings vermutlich nicht werden. Und sie wird hier heil ankommen. Beate Geiger im Ziel. Und 20 Sekunden jetzt unterwegs. Die Karin Lang, die zweite Starterin in Kategorie und wir werden es dann auch nicht sein. Und die Karin hat diese Schlussstelle hier jetzt bravourös gemeistert, allerdings leichte Schwierigkeiten jetzt hier beim roten Tor und die letzten beiden schafft sie. Und die nächste Kategorie Damen, Jugendklasse. Franz Lach mit der Startnummer 67 bereits unterwegs und die Chiara Stefan. Wird dann also nicht die Starterin hier ins Rennen gehen, ebenfalls in der Jugendklasse allgemein. Im Anschluss gibt es dann die Burschen U14. Der Franka Schlag jetzt im Ziel. Na, bei Gott. Hört das du? Oh nein. Medaille in der Jugendklasse der Damen und die Zeit ist 69 Minuten weiter. Simon Buschler vom Skiverein Mellau. Der Simon mit Schwierigkeiten im oberen Bereich. Ohne Seine Zeit im Ziel für den Skiverein. Ich glaube, der Wiss hat sich schon umwarten. Wenn 40 Sekunden, 40
welcher Zeit wird sich hier ausgehen für dich, Vignale? Ja, hier. Unterwegs hier, gute 40 Sekunden, jetzt sind die Wegzeit nicht ganz ausreichend. Ja. Ja. Die Jungen sind sich nicht so schnell. Ja, ja, der will. Aktuell Bestzeit 45. Ja, ich glaube ja. Bis hier zu lang geht, für den David wird leider nicht ausgehen. Zeit für den. Ja. Billig. Siegele. Unterwegs Zeit für den Luca 49,7. Die Gesundheitsamt soll für Memel darauf hinweisen, das ist eigentlich ein Wahnsinn, dass man das okay, oder? Also, die Industrie ist schon mächtig. Allerdings Schwierigkeiten bleiben im Lauf hier. Einiges an Zeit gekostet hier für den Lennart. Lennart, ja, auch hier nach wie vor. So schaut das aus, aber am Ende hier Vadim Ruschkiewski, Schizo Chris Braun jetzt. Bitte schaut nochmal 77 vom Schizo Giersch bei Klangen, der Luca Lesser. In den letzten Toren hier Zeit für den Luca Lesser. Gute 30 Sekunden unterwegs, Zeit ist zu lang, 45, 11, 40 Sekunden jetzt unterwegs, können Sie sich vielleicht ausgehen hier für die Bestzeit. Zeit. Bereits unterwegs wird sich wohl für die Denkzeit hier nicht ausgehen. Für den Morten Fische, Morten Schinko bei Chris Braun. 48 Sekunden jetzt in Ziel mit 49. Noch eine Schnelle Zeit geben hier für den Lukas Herat. 40 Sekunden jetzt unterwegs und die Zeit im Ziel für den Lukas Herat. 6 Sekunden. An der Loik in Spielberg vom Wintersport Freiburg. Bereits in den Zieltagen eingeschaltet. Der Neuk sehr, sehr schnell unterwegs. 37 Sekunden jetzt
geht sich hier eine neue Bestzeit aus. Deutsch Spiegelberg mit der Zeit von 3. Ich glaube so, das ziehst du auf den Hirscher, was der Ausdruck hat, das zieht auf der Piste in die Mitte, weil es gleich ist. Und damit haben wir auch eine neue Tagesbildzeit. Das ist eine willkommen in die nächste Kategorie. Lenning Stefan, Verein Ravensburg, Kategorie U-Segelzeit. Gute 30, 40 Sekunden unterwegs. Marco Feuerstein mit der Zeit von 44. Hallo Sterlinger vom Skiclub Halberschwendt. Ja. 40 Sekunden, wenn er hier die letzten Tore hier gut meistert, bereits in der Hocke durch die letzten Tore, 40 Sekunden jetzt unterwegs, gibt eine hervorragend gute Zeit mit 43. Ja, ja. Einige haben ein Wunder in den Altersklassen. Ja, gut, wir können hier. Jetzt unterwegs in die Klasse Stube, 47 Sekunden, jetzt bereits in diesem Lauf, Zeit für den Niklas. Ja, gut, das ist ganz sexy, der nach Österreich. Tobias Hartmann, Skiverein Riefensberg. 40 Sekunden jetzt unterwegs. Wird eine gute Zeit, allerdings keine neue Bestzeit für den Tobias. Tobias, ich wollte Und die Zeit für den Claudio. Jetzt aber Blick auf den Hill. Jonathan, 40 Sekunden im Bereich von hier wohl nicht ganz vorne zu finden sein. Zeit für den Jonathan. 20 Sekunden jetzt bereits unterwegs. Ausfallstein. Und den Schadkader. Hopp, 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 hopp. Die letzten drei Tore, die zu fahren sind. 42 Sekunden jetzt unterwegs. Vorwegs. Noch einmal. Eine Drehung. Ganz gewollt, aber auf jeden Fall hat es gut ausgeschaut. Zeit für den Noah Fink. Damit etwas ins Hintertreffen. Wir kommen 49,90. 49,63. Die Zeit für den Noah Fink. Maximo Philipp, Skiverein Ravensburg. 40 Sekunden jetzt unterwegs. Wird sich auch für die Bestzeit nicht ganz ausgehen. Maximo Philipp im Ziel mit der Zeit von 16. Und wir wandern in der Altersklasse etwas nach oben mit dem ältesten Teilnehmer. Aber den Rolf schon Niederer mit der Startnummer 94, Skiverein Monitz. Ja,
Technik. Um 90 sehen wir den Günther Kolpe, Skiclub Sartax. Komm, wie darf man das hier nicht mehr machen, oder geht's gefühlt da? Und die Zeit für den Paul Ritter seit vielen Jahren bei Rennen hier in dieser Altersklasse 4. Das ist hier in Paul Ritter nach wie vor und der Walter Joppi im Ziel mit der Zeit von Jetzt 39 Sekunden dürfte sie keine neuen Wegzeit hier ausgehen. Los, Kapitän, im Ziel mit. Nummer 1 ist der unterwegs, Jahrgang 51. Bruno Metzger steht da. Und auch er hier mit Sturz bei der Ausfahrt der Zielhang. Geht allerdings auch bereits wieder. Ausfahrt der Metzger. Die schnellsten drei daher, Oskar Bechter, Walter Gioppi und Paul Ritter. Und die Zeit hier für den Gerhard Paulitsch. Das Klasse 3 der Herren, die nächsten Starter mit der Startnummer 103, Klaus Schmidt, Steve-Mau Gestrax. Sekunden jetzt unterwegs, dann werden hier sicher einige sehr schnelle Zeiten sehen, bereits in dieser Altersklasse. Die
tieferen Meller jetzt unterwegs, Günther Koch. Jetzt unterwegs und die Zeit für den Günther Tüller mit der 105. Joe Mosbacher. 37. Gute 20 Sekunden. Jetzt bereits im Lauf unterwegs. Ausfahrt Steilhagen, Menschenfähigkeiten. Akrobatisch gemeistert. Und das könnte eine schöne Zeit geben, allerdings jetzt mit großen Problemen und aus dem Rennen. Joe Mosbacher aus dem Rennen hier. Schade drum. Werner Fitz, der Startnummer 106, Schickel, der nächste Start. Steilhang unter 30 Sekunden auf dem. Könnte sich eine sehr schnelle Zeit jetzt anbahnen. Ohne Schwierigkeiten jetzt hier in die Hand. Das letzte Tore. Feuerstein, wird hier um den Tagessieg wohl mit, nicht mitreden können. 42, 43 Sekunden jetzt bereits unterwegs. Letztes Tor und im Ziel mit. Ich habe mich vor dem Rennen noch kurz unterhalten mit ihm. Ich bin zum zweiten Mal aufschieren in dieser Saison. Im Sommer allerdings auf der Motocross-Maschine unterwegs. Hier konditionell wohl Problem für den Unterkal mit der 108. Kämpft er hier durch die Tore bei dieser zehnten Auflage des Silvesterlaufs. Ja, riesen Applaus hier für den Otto-Karl. Rennen gut gefühlt. Der Sportverein auch. Nächste Stunde. Gute 20 Sekunden. Jetzt unterwegs. Jetzt unterwegs, 43 ist aktuell die Bestzeit. Mit der Startnummer 110 sind wir gleich im Zimmer und rack. Kommt die Sambia. Der Gelehr mit der 111 wird dann diese Gruppe hier beenden. Wird Schwierigkeiten allerdings für den Edmund. Wir sind 40 Sekunden bereits unterwegs und im Ziel mit der Zeit von vom Wintersportverein Koblach könnte hier das Ganze noch auf den Punkt stellen. Jetzt war es diese 50 mit der Zeit von allen dieser Kategorie, Günther Tüngel, Werner Fitz und Thomas Kopf auf den Inoffiziellen-Schnittchen. Unser nächster Starter bereits Enrico Röhle. Wir sind angekommen in der Altersklasse 2, der Herren Skiverein Fischenwasser. Martin Buchsel, nächster Starter hier. Schneller Wagen von Skiverein Reutel. Gute 20 Sekunden. Ausfahrt jetzt bei 26 Sekunden. Wir sind gespannt. Kann hier der Martin eine neue Tagesbestzeit hier in den, Schnee zaubern? 37, 38 Sekunden, 40. Und Schwierigkeiten, Zeit. Eine Spitzenzeit. 42, 96. Buchsel. Thomas Lang, Skiklub Ick. Nächster Starter hier. Gute 30 Sekunden jetzt unterwegs. Es wird hier keine ausgehen. Zeit für den Thomas Lang. Noch in dieser Gruppe sind eine Verschmetterung.
Bernhard Hager mit der Startnummer 156 vom Wintersportverein auch. Aktuell sehen wir den Silber hier vom Wintersportverein auch. 40 Sekunden jetzt unterwegs und im Ziel mit der Zeit von 44. Nächster Starter mit der 116, Christian Mosbrucker, Skiverein vorrechts. Leichten Schwierigkeiten, gut 40 Sekunden, jetzt unterwegs geht es für die Bestzeit leider nicht ganz. Über 1000 Kilo. Sehr flott unterwegs, Ausfahrt für Steilarbeit, 26 Sekunden, 36 jetzt. 40 Sekunden geht sich hier eine neue Bestzeit aus für den Klaus Huber, Peter Rampusins mit der 180 G-Club X. Wir werden ihn gleich sehen, hoffentlich hier. Auch für ihn könnte sich. Frag Birgit, ob es da schnell losgeht. 40 Sekunden rausgehen, Schwierigkeiten allerdings jetzt in diesen Toren hier im Zielhang. Ha? 40 Sekunden, jetzt Bestzeit. Leider nicht mehr ganz drin. Zeit für den Markus Ding. 45,23. Ja? Ausfahrt der Steilhang. Und die Zeit. Oh, mit Schwierigkeiten Sturz hier knapp vor dem Ziel. Allerdings nichts passiert, steht schon wieder. Leider keine Zeit. Ja, alles heil geblieben. Und damit der Blick auf den nächsten Starter mit der Startnummer 120. Das wird eine sehr gute Zeit. 40 Sekunden jetzt unterwegs. Schwierigkeiten allerdings im Ziel mit. Allerdings schon auf die Altersklasse 1 und auf die allgemeine Klasse. Auf der Fahrt zu einer neuen Bestzeit. Hier Tagesbestzeit führen wir damit die Suchtbrücke mit 42,3. Weiter geht's hier, Altersklasse 1. Norbert Zins, Sportverein Dorf. Bereits unterwegs hier im Zielhang in den letzten Toren, 38, 39 Sekunden. Jetzt unterwegs für die Tagesbestzeit, wird sich nicht ganz ausgehen. Zeit für den Norbert Zins, Wolfi Geiger. Skiverein Riefensberg. Nächste Starter, 24 Sekunden. Jetzt müssen wir sehen, damit sich hier eine sehr gute Zeit ausgeht. Ist hier alles verletzlich, läuft gut hier für den Wolfi Geiger. 37 Sekunden. Hier sieht eine Tagesbestzeit aus für Wolfi Geiger mit Schwierigkeiten beim letzten Tor. Toller Lauf hier, Wolfi Geiger. Walter Eberle, nächster Starter, Wintersportverein. Sigrid Stäufer. 20 Sekunden, bei der Ausfahrt. Steilhang mit der Zeit nicht ganz aus, jetzt 39 Sekunden unterwegs. Und in der Zeit von Mario Wacker, Wintersportverein Bartolomeo. Mario Wacker.
etwa 26 die Gruppen muss man dort beim roten Tor oben sein. 27 jetzt hier für den Mario Wagner. Könnte eine sehr, sehr gute Zeit geben hier, allerdings mit leichten Schwierigkeiten. Tagesbestzeit dürfte hier nicht ganz ausgehen. 30, 39, 40, jetzt im Ziel mit der Zeit von alles. Siegernwerte hier, die jetzt kommen, sind Matthias, 24, auch hin wird sich ganz ausgehen. 34, 35 Sekunden, jetzt unterwegs. Die Zeit für den 10 Matthias. 30 von aktuell auf Rand 3. Raimund Liesinger, Skiclub Mühlebach. Weiter geht's mit dem Hans Walterdamm, Hans-Jörg Schneider, Klaus Dorn, Johannes Wohl, Stefan Geiger, Alexander Hitler, Christian Hitler. Kappa-Tunde hier auf den Skiern. 36 Sekunden jetzt unterwegs. Raimund Liesinger, 39,40. Und die Zeit im Ziel für den Raimund Liesinger 2. Wir sind gespannt. Einige kommen hier noch ganz stark gefahren. Hans Walter hier, der nächste Starter hier mit der Startnummer 129. Die Bestzeit wird sich hier nicht ausgehen für den Hans. 40 Sekunden jetzt unterwegs, aber eine sehr, sehr gute Zeit. 43,07. Hans-Jörg Schneider, 20 Sekunden jetzt unterwegs. Nick zum Steilhang. Hier, das Rotentor mit 26 Sekunden, das bedeutet Kampf auf die Tagesbestzeit. Leichte Schwierigkeiten jetzt, da hat er wohl einige Zehntel liegen gelassen, 37, 38, geht sich hier was aus für die Tagesbestzeit, im Ziel mit 41, 93. Klaus Dorn, Lieferein, Herr Riefensberg. Ausfahrt Steilhang, 27 Sekunden. Bedeutet, wenn er hier jetzt geht, wird von keine Entscheidung mit 42 Sekunden. Jetzt allerdings mit großen Problemen und aus dem Rennen wohl Tor, glaube ich, um 100. Kein Torfehler, aber mit großen Schwierigkeiten. 50. Für die Torfrage muss hier noch einmal geriefen werden, dann jetzt unterwegs und im Ziel mit. Und wir werden ihn sehen hier bei der Ausfahrt. Bei diesem roten Tor mit 28. Nicht aus dem Kampf, da kann ich jetzt sagen. Mit dem Tore ebenfalls hier mit etwas Schwierigkeiten in 40 Sekunden. Und die Zeit für den Stefan Geiger reicht über die Standard. Schon. Gute 20 Sekunden. 1,26 beim roten Tor. Das könnte sich für eine Spitzenzeit hier ausgehen. Alexander Hickenberger, Skiclub der Schorn. Letzten 5 Tore hier. 36, 37. Und im Ziel hier Meterzeit von 135. Christian Bechtold, Skiverein Zwischenwasser. Ja, 30 Sekunden unterwegs, sieht sich hier gut aus für den Sieg. Gleich gemacht, das Spiel ist für den Walter Fahrschneider, kann er hier noch alles auf den Kopf stellen. Walter Schneider hier auf Skiern, gleich dann unterwegs, der Zeit für die Kette Fichtold. Beim roten Tor dürfte sich für die Tagesbestzeit nicht ganz ausgehen, aber er kommt hier wirklich sehr, sehr gut um die letzten Tore. Jetzt 37, 38 Sekunden. Auf jeden Fall gibt es eine Spitzenzeit hier für den Walter Schneider. Die ersten drei in dieser Kategorie. Rote Geiger, Hans-Jörg Schneider, Alexander Hickler. Tagesbestzeit nach wie vor gehalten. Und dann Franz Geiger mit 41 Runden. Ja, allgemeine Klasse und auch die Jugendklasse hier in einer
Prinz Johannes vom SV Dohlen werden wir hier gleich als ersten Finisher sehen. Und Prinz Johannes in 10 Meter Zeit von 4:44 von einer inoffiziellen Zwischenzeit hier mit 27 Sekunden nur. Ich möchte eine gute Zeit geben bei Lukas Maurer. Tor, glaube ich, richtig passiert, allerdings weit hier. Natürlich vorbei. Zeit für den Fahrer. Hier vorbei geht es für die Tagesbestzeit und das wird wahrscheinlich nicht mehr aus. Thomas Schneider, 35 Sekunden, jetzt nächster Starter mit der 141 Sebastian Neuer Skiclub. Bitte sau. Zeit für den Thomas Schneider aus Hintisau. In der allgemeinen Klasse der Herren unterwegs. Die 30 Sekunden jetzt bereits in diesem Lauf. Ein Mann aus der Jugendklasse, Christian Ehrert, wird die gleiche Mannschaft ziehen. Die Zeit für den Sebastian Neuer. Seine Klasse. Und das könnte hier noch einmal eine sehr, sehr gute Zeit geben. 38, 39 und die Zeit im Ziel. Hat also natürlich auch führender damit in dieser Kategorie der Jugendklasse 41-46 Zeit von Mecklenburg und nächster Pass. Michael Bechter, Skiclub Hittisau. Zeit für Zegler 2. Matthias Metzler, Wintersportverein des Siemens-Kennen. In der Jugendklasse unterwegs, nächste 3 alle. Franz Hofer-Kölz, Matthias Nutzbaumer, an den Anschluss. Matthias Metzner. Ja, leider. Gut, nur durch. Gut, nur durch. Wir wollen ihn nach Hause nehmen. Alles gut. Seite nicht ganz aus, 42, 43 Sekunden, jetzt bereits unterwegs, die Zeit für den Franz Josef. Die Schwierigkeiten bei der Hausfahrt Steinhagen kamen ja leider zu kurz. Unterwegs der Skiclub Restron und die Zeit für die auf die Ausfahrt hier. Das wird hier ganz, ganz ein großer Erfolg. Unterwegs letzte Tore, leichte Schwierigkeiten jetzt hier beim blauen Tor. Könnte wohl eine 10 Sekunden gekostet haben bei 38, 39, 40 und die Zeit 42. Mit der 149 sehen wir den Matthias Felder vom Wintersportverein Alsdorf. Allgemeine Klasse, Ausgabe der Sphäre und der Schmerz. Im Anschluss. Matthias Felder mit 27 in etwa dort oben. Bestzeit daher eher nicht gefährdet, 37, 38 Sekunden jetzt unterwegs. Und die Zeit für den Matthias Felder. Die Zeit für den Matthias Felder. Weiter geht's hier mit der Startnummer 150, Andreas Beer, Skiclub Hittisau. Auch hier bei 27 in etwa in der allgemeinen Klasse.
Straße könnte hier natürlich eine Spitzenzeit ausgehen. Nicht so allerdings in der Tageswertung wird sich wohl die Bestzeit hier nicht ausgehen. 39, 40 Sekunden jetzt unterwegs, aber eine sehr gute Zeit für Andreas Bär. 2,50 hat er jetzt wieder auf vom Schicken. Deswegen könnte es noch eine gute Zeit geben hier in der allgemeinen Klasse. Für den Tagessieg wird es nicht ganz reichen. Seit 41, 42 Sekunden jetzt bereits unterwegs. Skiklub als Drehstrahl. Gute 20 Sekunden. Danach noch Gabriel Vogt. Aus Riefenberg und vom Skiklub Hart. Das Rennen beenden wir dann. Oliver Kuppenwickler. Bestzeit nach wie vor 41,46, Skiclub Hirschberg-Langen, Christian Ehrath, der hier die Tageswertung achtet. Zeit jetzt für den Johannes Wachter vom Skiclub Kirschborn, 47,4. Und die letzten zwei hier, Daniel Vogt vom Skifreien Riefenstein. Gute 20 Sekunden jetzt bereits unterwegs, 26, das wird noch einmal eine Spitzenzeit werden hier. Für den Gabriel Vogt allerdings Schwierigkeiten da oben. Ob es die Tagesbestzeit sein wird, werden wir gleich sehen. 39,40 und im Ziel mit Frau Frank Reininger. 46 Sekunden liegt er hinter dem Christian Ehrath. Und das Rennen beenden wird hier der Oliver Kuppenwickler. Skiclub. 34 Sekunden dort eingebogen wird sich wohl für die Tagesbestzeit wohl nicht ausgehen hier für den Oliver Kuppenwickler, ebenfalls in der Jugendklasse unterwegs, 39, 40 Sekunden jetzt unterwegs und der Oliver im Ziel mit der Zeit von 44.